Hallo, willkommen wieder mal bei Coding Freaks. Wir sitzen jetzt hier zusammen, weil offensichtlich in Redmond die Langeweile ausgebrochen ist. Und im Laufe dieser Woche, zumindest soweit ich es in Erfahrung bringen konnte, wurde Visual Studio 2013 Preview herausgegeben, beziehungsweise zum Download freigegeben. Gleichzeitig haben die sich in ihrer Weisheit entschieden, Ironie Ende, das Visual Studio 2012 Update 3 rauszugeben, sodass ich irgendwie gar nicht weiß, wo ich zuerst nachgucken soll. Ich habe mich jetzt hier für die 2013 Preview entschieden und möchte zusammen mit den Coding Freaks Zuschauern einfach mal drüber gucken, was so nach 3 Stunden als erstes aufgefallen ist. Das Ganze wird begleitet durch wie immer einen Coding Freaks Artikel und da finden sich dann auch Links, Downloadquellen und so weiter und so fort. Legen wir aber mal los. Was habe ich gemacht? Ich habe hier unten eine VMware virtuelle Maschine, da ist sie. Die Maschine ist mit Windows 8 versehen. Windows 8 deswegen, weil die Erfahrung uns gezeigt hat, ab Visual Studio 2012, wenn man solche Sachen wie Phone SDK dazu installiert, dann wird es ohne Windows 8 ein bisschen kritisch. Das war auch genau der Grund, warum ich das hier für die Demo-Maschine genommen habe, weil bei der Installation, die wir jetzt nicht sehen werden, habe ich Windows Phone SDK mit angehakt. Was wir auch nicht sehen werden, ist der erste Start, weil den habe ich einfach mal schon mal gemacht. Und was neu ist direkt beim ersten Start, das kann man sich auf dem Artikel auf Coding Freaks mal ansehen, ist, dass man jetzt das Visual Studio quasi registrieren kann auf einer Windows Live ID mit dem Vorteil, zumindest aus Benutzersicht erstmal, dass man Einstellungen über PCs quasi synchronisieren kann. Man wird mal sehen, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe mich erstmal nur eingeloggt. Man wird mal sehen, ob das überhaupt richtig funktioniert, weil ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen auf meiner Sync-Einstellung zwischen meinem Notebook mit einem Bildschirm und meiner großen Maschine mit 3 Bildschirmen. Mal sehen, was er da wiederherstellt und was nicht. Seien wir einfach mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall auch mal ganz genau hingucken, ob in den Options alles synchronisiert wird und in den, naja, in den Einstellungen wie Tools und so weiter, ReSharper und Konsorten. Aber zurück zum Thema. Es ist halt ein Visual Studio draußen und man kann sich einloggen. Punkt. Beim Start der 2013 Preview passiert im Prinzip jetzt nichts großartig Überraschendes. Er ist da noch am Updaten, so jetzt ist es da. Die erste Neuerung, die einem auffällt, ist hier oben rechts ist es irgendwie bunt geworden. Die haben, ich nehme an, das hier wird nach der Preview entfallen. Man hat hier die Möglichkeit, entweder ein positives oder ein negatives Feedback an Microsoft zu senden. Kann man hier was reinschreiben, werde ich auf jeden Fall machen. Mal gucken. Und man hat hier wiederum etwas Neues, nämlich die Notifications. Das heißt, man klickt das an, bekommt hier eine neue Area angezeigt, ein neues Snap-in mit den Notifications. In dem Fall sagt er, hey, könntest du die Offline-Hilfe installieren? Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen der Ersatz sein wird später für die Update-Meldungen, die an der Uhr früher waren. Und dass im Visual Studio sozusagen die Notifications kommen, hey, NuGet Package X, NuGet Package Y, updaten bitte. Genau. Nehmen wir das mal wieder weg. Okay. Ansonsten, was hat sich noch getan? Etwas haben sie aufgeräumt hier oben oder hier an dem Screen. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ich klappe das mal weg. An dem Screen hier, da gab es vorher diese Dreiteilung. Die ist jetzt weg. Und die haben das alles hier ein bisschen zusammengefasst. Und hier unten hat sich was Interessantes getan. Diese Option, die ich jetzt hier, über der ich gerade hovere, die hat sich logisch quasi komplett gedreht. Früher musste man das anhaken, damit das Ding hier zuging, diese Startpage zuging, wenn man jetzt eins der Projekte ausgewählt hat. Und jetzt ist es genau andersrum. Keine Ahnung, was das soll, aber offensichtlich sind Leute mit dieser Option nicht so richtig klargekommen und die ist so besser aufgehoben. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir sehen übrigens hier, dass neben Visual Studio selbst hat sich noch ganz viel verändert. Also wir haben hier zum Beispiel Language Specification 5.0 ist draußen. Dann ist noch draußen Team Foundation Server 2013 Preview. Es ist außerdem draußen, ich muss mal kurz spieken da in meinem Zettel. .NET Framework 4.5.1, das gehört auch hier dazu. Team Foundation Server Express, Team Explorer Everywhere, ganz interessant für alle Leute, die im Bereich Multisystementwicklung, also zum Beispiel so wie ich auf dem Mac mit Mono Develop entwickeln und dann über einen Team Foundation Server gehen, sowas
über Eclipse dann und ganz viele Tool-Updates für die Geschichte Visual Studio 2013 Preview, was so halt dazugehört. Gut, gehen wir mal, machen wir das Fenster mal zu, gehen wir ein bisschen weiter. Find New Project. Da wird es interessant. Und zwar spätestens, wenn ich hier die Combo-Box runterklappe. Hier war im 2012er und ist mit Update 3 auch immer noch Framework 2 zu sehen. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, dass es hier nicht zu sehen ist, ehrlich gesagt. Ich habe da noch keine Informationen bekommen. Diesen Link gab es ja hier schon vorher. Klickt man den an, dann bekommt man eine kleine Webseite gezeigt, die einem zeigt, was es noch so für Zusatzinstallationen gibt. Aber Framework 2, 3 und 3.5.1 tauchen irgendwie nicht so richtig auf. Was noch neu ist, also muss man abwarten, werde ich dann darüber informieren. Was noch neu ist, ist hier dieser First Class Citizen, wie die so schön sagen, plötzlich ist Python. Hier drin ist es zwar nicht automatisch mit ausgeliefert, aber offensichtlich wollen so viele Python-Entwickler Visual Studio benutzen, dass es den Leu Jungs da von Microsoft wert war, die direkt hier schon mit aufzunehmen. Ich selbst, ja, was soll ich sagen, Python ist jetzt nicht mein präferiertes Tool, aber mag sein, dass es dass es Sinn macht. Ja, ansonsten, in dem Bereich, was ein bisschen nervig war, ganz zu Anfang, nicht wirklich, aber ein kleines bisschen verwirrend. Ansonsten, wenn man das Visual Studio das erste Mal startet, kommt dieser First Start Assistent, der da fragt, bist du C-Sharp oder VB-Entwickler? Der ist irgendwie nicht mehr gekommen und mit dem Effekt, dass hier erstmal Visual Basic ausgewählt war und ich erstmal dachte, hä, wieso ist das Icon blau von meiner Datei? Ganz einfach, C-Sharp war nicht der Standard. Das sollten die irgendwann mal drehen, wenn man mich fragt, aber irgendwie fragt mich keiner. Nicht schlimm. Wir gehen einfach weiter in meine Lieblings-Projekttyp, das ist Console Application. Wählen das aus und klicken mal, mach mal ein neues Projekt. Und da wird es interessant, denn nach kurzer Wartezeit sehen wir eine Neuerung. Die hier. Diese Neuerung hat einen Namen bekommen. Ich hatte die erstmal auf was anderes getauft. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also, ich gucke mal kurz nach. Ich habe das genannt Reference Hint, habe ich das genannt. Aber es heißt eigentlich Decorator. Jetzt ist Decorator aber für mich irgendwie nicht so ein guter Begriff dafür, weil das gibt es auch in einem anderen Kontext. Aber egal mal wie, worum geht's? Oberhalb von Methoden, von Klassen, von Events, von keine Ahnung, bekommt man jetzt zum Beispiel über einen Decorator gezeigt, wie oft wird das überhaupt benutzt. Ich möchte das mal an einem Beispiel zeigen, hier live. Wir machen eine Klasse Foo, wie sich das gehört, ohne Klammern, und geben dem mal eine Property Test, zum Beispiel. So, alles beim Alten hat keine Reference. Sobald ich jetzt aber sage, var foo equals new foo, sieht man jetzt hier, dass eine Referenz entsteht und die sagt, hey, es gibt eine Zeile, die foo benutzt. Also den Typ foo. Wenn ich jetzt vom Typ foo so, das war die Türklingel, wunderbar. Aber wenn man jetzt hier wirklich mal ein Member benutzt, foo.a.test, vielleicht in einen Console-WriteLine gepackt, macht ja Sinn, dann sieht man hier One Reference und das Coole war, wenn man das zweimal aufruft, dann erkennt er wirklich Two References. Das ist nicht schlecht. Angeblich, ich kriege das bloß bei mir nicht zum Laufen auf meinen Team Foundation Server Projekten, angeblich soll es so sein, auch in bestimmten Screenshots zu sehen bei Microsoft auf der Seite, dass hier dann bei Team Foundation Server gehosteten Projekten auch auftaucht, wer hat da zuletzt dran gearbeitet und so weiter, direkt am Code. Das ist natürlich echt hilfreich, wenn das funktioniert, weil für die Leute, die TFS halt kennen, man für bestimmte Sachen einfach nicht mehr in die History springen muss. Der Datei, um nachzugucken, wer hat denn da zuletzt dran gearbeitet, sondern man hat es direkt am Code. Das spart echt enorm viel Arbeit. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben des Weiteren im Bereich Debugging ein bisschen was neu. Ich mache mal hier einen Breakpoint. Zum ersten, der Breakpoint hat ein anderes Symbol. Sieht jetzt irgendwie krasser aus. Vielleicht habe ich da irgendwas noch nicht begriffen, aber es sieht auf jeden Fall krasser aus. So, und jetzt gehen wir einfach mal in die Debug-Session hinein.
und sehen jetzt erstmal hier IntelliTrace, ganz normal. Interessant wird es hier oben. Und zwar ist hier eine neue Option Code Map. Wenn ich die anklicke, dann erscheint in meiner Debug-Session jetzt hier die Code Map und ich sehe, ich bin gerade da, wo der gelbe Pfeil ist. Ich bin in der Main-Methode. Jetzt gehe ich einen Step weiter, bekomme hier, ja, das war jetzt dumm, dass ich das so gemacht habe. Lasst mich kurz eine Methode schreiben, sonst muss ich meine Debug-Einstellung hier noch ewig ändern. Bar heißen die ja immer. Und machen jetzt mal foo.bar. Jetzt wird das auch benutzt, wunderbar. Und nochmal Debug. So, er steigt direkt wieder in die Debug-Session ein. Hier kommt die Meldung, dass ich in die Properties nicht reinsteppen lasse, das ist in Ordnung. Und jetzt aber, sobald ich jetzt F11 drücke, kommt die Bar mit dazu. Er sieht also, alles klar, er hat jetzt hier die Bar erreicht, deswegen kommt es in die Codemap mit rein. Und wenn ich aus der Bar raus bin, bin ich wieder mit meinem Haltepunkt hier. Jetzt ist das hier natürlich alles noch sehr easy zu verstehen, aber in Verbindung zum Beispiel mit IntelliTrace, wo man hier sehr schön sieht, wie er zurückgeht, wenn ich in IntelliTrace in der Zeit wandere, in Verbindung mit großen Projekten, wo Mehrschichtarchitekturen zum Einsatz kommen, kann das hier natürlich enorm helfen. Auch wieder so eine nette kleine Neuerung, die, klar, wenn man sie nicht hat, vermisst man sie nicht, aber einmal gehabt, bitte nie wieder vermissen. Ja, was noch? Team Explorer. Ganz schönes Thema. Hier ist er. Ich habe hier auch schon ein Team-Projekt. So sieht das aus. Der Team Explorer ist vor allen Dingen erstmal bunt geworden. Mal schauen, wie das so in der Praxis ist. Ich hatte mich jetzt gerade an die Ansicht gewöhnt, die da vorher war, mit den Listen. Aber offensichtlich war das zu viel Grau in Grau, weil die Leute jetzt offensichtlich gesagt haben, ich finde die Links gar nicht mehr. My Work hat sich dann aber doch wieder kaum verändert. Und was wir aber haben, sind zwei sehr nützliche Links hier oben, nämlich direkt zu Team Web Access oder direkt ins Taskboard zu hüpfen, was sehr nützlich ist, auch wieder eine kleine, nette, nützliche Zusatzoption. Werden alle die bestätigen, die viel damit arbeiten mit dem TFS. Dann gibt es eine weitere Sache, die ich ganz, oder eine letzte Sache, die ich ganz nett fand, und zwar, wir alle kennen ja F12. Ich tippe mal auf, F12, ja, oder anders gesagt, Go to Definition. F12 kann aber schnell nervig werden, wenn der Code ständig, ich simuliere das hier professionell, F12, so, und jetzt ist mein Ursprungscode nicht mehr zu sehen. Besser simuliert wäre es gewesen in einer eigenen Datei, aber soll hier erstmal reichen, die Idee wird klar. Was jetzt funktioniert ist, Rechtsklick, Peak Definition, Alt F12. Also, klicke ich das an, Peak Definition, und was ich jetzt bekomme, ist ein scrollbarer Bereich hier drin, im Prinzip getappt, wie man hier sieht, im Prinzip letztendlich nur eine kleine Vorschau auf das ganze Element, das Ziel dieser Eigenschaft, dieses Members. Und ich brauche im Code nicht mehr mich bewegen. Also einfach nur Alt F12, Alt F12 bitte, und Escape. Alt F12, Escape. Dann mal hier runter, Alt F12, Escape. Konsole, habe ich noch nie ausprobiert. Mal sehen, was passiert. Geht auch. Read Key. Er geht also auch in die Framework-Komponenten. Im Prinzip, er verhält sich halt genauso wie F12, aber in place sozusagen. Sehr schöne Sache. So, insgesamt könnte man jetzt also mal einen kleinen Roundup machen. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch alles durchgegangen. Man hat hier so kleine Nicklichkeiten, die jetzt nicht weiter wichtig sind, wie zum Beispiel, dass die Symbole jetzt farbig sind. Das war vorher nicht farbig. Man hat jetzt standardmäßig das Blue Theme eingezeichnet, statt das Light. Es ist garantiert viel an dem inneren System gebaut worden. Es gehen ein paar Sachen nach wie vor nicht, zum Beispiel dieser leidige Solution Properties Dialog, der mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, viele kennen den noch nicht mal, der ist zum Beispiel unverändert geblieben, finden sich ein Haufen Altlasten drin, wie zum Beispiel Tools, WCF Service, also dass hier mal nichts passiert, ist für mich auch ein Zeichen dafür, dass wahrscheinlich jetzt Web API doch das Mittel der Wahl ist für Services, aber ansonsten runde Sache
Offensichtlich ist das hier ein Community-Release, wenn man mich fragt, weil viele, viele Details verändert wurden, die offensichtlich auf Feedback beruhen von Usern. Und auch keine schlechte Idee, ob man das jetzt unbedingt Studio 2013 hätte nennen müssen, weiß ich nicht. Kann aber sein, dass da noch mehr dahinter steckt, weil es ist erstmal nur Preview. Erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.